Ich möchte heute nochmal mit euch über die verschiedenen Gaming-Launcher unter Windows sprechen. Das habe ich schon mal gemacht, habe schon mal so ein ähnliches Video gemacht, glaube ich. Trotzdem ist jetzt 2024 und die Situation ist nicht unbedingt besser geworden. Fangen wir mal an mit dem Epic Games Launcher hier. Wer den nicht kennt, den braucht man, wenn man zum Beispiel das kostenlose Spiel Fortnite spielen möchte, dann braucht man den Epic Games Launcher. Über den läuft das. Die haben sich so als Konkurrenz zu Steam quasi in den letzten Jahren einen eigenen Shop aufgebaut, wo sie Spiele verkaufen, also andere Spiele, die nicht auf der Epic Unreal Engine basieren. Verkauft werden, also da werden, ja, das ist das gleiche wie bei Steam in etwa, da werden EA Sports Teile verkauft, genauso wie Rockstar Games und andere. Ich habe den anfangs ziemlich abgelehnt, muss ich sagen, den Store, weil ich das unnötig fand, eine Konkurrenz zu Steam aufzubauen. Dann haben die aber angefangen, jede Woche ein Spiel zu verschenken. Ja, und als Gamer wäre man blöd, wenn man diese Spiele nicht mitnimmt. Da waren einige Perlen dabei, wie zum Beispiel GTA 5 oder auch Death Stranding, Farming Simulator etc. Alles geschenkt. Und zwar funktioniert das so. Ihr bekommt jede Woche ein bis zwei Spiele geschenkt. Und könnt ihr im Store kostenlos herunterladen und anschließend für immer behalten. In dieser Woche ist das zum Beispiel dieses Spiel, was kostenlos ist. Nächste Woche ist es ein anderes. Jeden Donnerstag um 17 Uhr gibt es ein oder zwei neue Spiele. Und die könnt ihr dann einfach für euch beanspruchen. Und die landen dann in eurer Bibliothek, wo ihr sie herunterladen könnt. Und wie gesagt, für immer behalten könnt. Ich habe momentan drei installierte Spiele. Und insgesamt habe ich 200. 152 Spiele in meinem Account. Das ist der Hammer. Das ist ziemlich viel und davon sind zwei gekauft. Zwei Spiele davon habe ich gekauft. Die anderen sind alle geschenkt gewesen. Das habe ich mir in den letzten paar Jahren so zusammengespart. Also merkt euch, jeden Donnerstag 17 Uhr gibt es ein neues Spiel im Epic Games Store. Wenn ihr jetzt aber Spiele spielen wollt, wie zum Beispiel FC24 von EA Sports oder wie zum Beispiel Rockstar-Spiele oder auch, weiß ich nicht, Spiele wie Anno, dann braucht ihr wiederum einen eigenen Launcher, also der zu dem jeweiligen Spielehersteller gehört. Das ist nicht nur im Epic Games Store so, auch bei Steam ist das so und bei Xbox. Wenn ihr Anno spielen wollt, braucht ihr den Ubisoft Launcher. Den habe ich hier, Ubisoft Connect. Wenn ihr EA-Spiele spielen wollt, braucht ihr den EA-Launcher. Ja, dann gibt es den Xbox Game Pass Launcher. Das kostet 10 € im Monat, glaube ich. Ab 10 € oder auch ab 12 €, bin mir da nicht so sicher. Da gibt es ebenfalls 100 Spiele, die kostenlos heruntergeladen und gespielt werden können. Da ist für jeden was dabei. Mir gefällt die Idee recht gut, also eine Flatrate zu haben und dann aus einer großen Menge Spiele auswählen zu können. Das ist anders wie früher, wo man sich jedes Spiel kaufen musste, ob es gefallen hat oder nicht. Das hat sich dann erst während des Spielens herausgestellt. Deswegen waren auch die Gaming-Zeitschriften vielleicht viel wichtiger, als sie es heute sind, wo man eh, sage ich mal, auf 80% der Spiele Zugang hat. Nicht gratis, weil man ja diese Flatrate bezahlt jeden Monat, aber zu einem relativ fairen Preis, wie ich meine. Und auch hier wird zum Beispiel Far Cry angeboten oder Assassin's Creed. Beides braucht den Ubisoft Launcher. Und so geht's weiter. Für Diablo oder World of Warcraft braucht ihr den Battle.net Launcher. Also hier haben wir schon mal drei Launcher, die gerade nicht aktiv sind. Aktiv ist aber der Epic Games Launcher und Steam und Xbox. Also nochmal drei Launcher. Das macht schon sechs auf meinem Computer. Und dann habe ich noch die Nvidia GeForce Experience Software, das könnte man auch nochmal als Launcher bezeichnen. Somit haben wir also insgesamt sieben Launcher installiert. Und wenn ich jetzt noch Rockstar Games spielen würde, was ich aktuell nicht tue, dann hätten wir noch einen achten. Wow, bin gespannt, ob das weniger werden in den nächsten Jahren, wie das weitergeht.
Ja, wir haben es ja, Hardware, ressourcentechnisch, aber irgendwie und freier Markt ist gut und Konkurrenz und so weiter, aber irgendwie sind das doch eine Menge Launcher, die man so auf dem Rechner hat. Und dann wollte ich noch mal kurz auf Steam zu sprechen kommen. Steam ist sozusagen der erste seiner Art, also nicht wirklich, aber der größte. Also Steam ist quasi konkurrenzlos, abgesehen vom Epic Store. Hier gibt es die meisten Spiele, die man kaufen kann. Günstig sind die nicht unbedingt, deswegen lohnt sich's auch immer, die Sonderangebote im Blick zu behalten. Und was viele vielleicht auch wissen, ab und zu verschenkt auch Steam-Spiele. Jedenfalls, aber die kündigen das nicht so großartig an. Die haben da keine extra Abteilung für, beziehungsweise man muss sich da durch tausende Menüs wühlen, um da vielleicht hinzukommen. Und deswegen habe ich auf meiner Webseite einen Link verlinkt. Ich werde das auch hier in die Videobeschreibung mit reinpacken. Das ist eine Suchanfrage bei Steam und da werden euch die jeweils aktuellen kostenlosen Spiele angezeigt. Die kommen eben nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt regelmäßig, sondern das ist ziemlich random und dann sind die auch nur 2 oder 3 Tage kostenlos. Sind natürlich auch ältere Spiele, so wie bei Epic Games auch. Ihr habt hier einen Screenshot von den Spielen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme im Angebot waren. Die Spiele gibt es jetzt schon wieder nicht mehr, beziehungsweise da hat es auch ein paar Add-ons mit dabei. Stattdessen gibt es jetzt ein neues Spiel, was kostenlos ist, nämlich die erste Episode von Tell Me Why. Und über diesen Link seht ihr halt immer, was bei Steam gerade kostenlos erhältlich ist. Deutsch ist voreingestellt, ihr könnt aber auch noch Englisch zum Beispiel anklicken. Dann werden euch auch noch englische Spiele angezeigt. Also für Leute, die ihre Steam-Bibliothek erweitern wollen, ist das vielleicht noch ein ganz hilfreicher Link. Ja, meine Steam-Bibliothek ist auch recht umfangreich mittlerweile. Viel gekauftes auch dabei, aber auch viel geschenkte Sachen. Im Grunde war es das aber. Viel mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen, außer dass mich das nervt mit den vielen Launchern. Und dann wollte ich euch noch den Steam-Link mit an die Hand geben. Es gibt da noch mehr Launcher und noch mehr Angebote von denen, aber mir ist das schon zu viel auf meinem Spiele-PC. Ist gar nicht so einfach, da die Übersicht zu behalten. Was haltet ihr von dem Thema? Was sagt ihr dazu? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und tschüss.